Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Part zu Let's Play Tomb Raider. Gibt es hier noch irgendetwas Interessantes? Ich glaube nicht mehr. Dann können wir auch beruhigt hier wieder runter. Es sei denn, hier ist noch was da zum Plündern oder so, aber nein. Die Pistole haben wir zur Hand. Oh, die liegen übereinander. Nein, nein. Das ist der Große hier, oder was? Ach, verdammt. Aus dem Weg! Sie gehören mir! Ja, jetzt bin ich schön am Arsch. Ja, wie denn, Kleine? Ja, verdammt, weg hier. Ah, verdammt, der verfolgt mich. Du verdammter Mistkerl, du. Weg hier, weg, 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 weg. Na, willst du mal... Hey, der ist tot. Alter, du bist eine Enttäuschung. Was meinte sie? Alter, du bist echt eine Enttäuschung. Einmal ausgewichen und... Was denn? Ein von zwei Teilen gefunden. Waffenteile. Waffenteile verbessern ihre Waffen erheblich. Durchsuchen sie Bergungsbehälter und tote Gegner, um sie zu finden. Ja, okay. Aber ich bin echt enttäuscht von dir, Big Boy. Einmal ausgewichen, paar Mal geschossen, schon ist er tot. Naja, was sollte auch sonst sein? Haben wir Munition mit dem Teil? Ja, es geht. Jetzt haben wir bestimmt mehr. Jupp. Okay, gibt's noch was Interessantes hier? Ah, die wollte ich noch ausbeuten, Mann. Dazu kam ich noch gar nicht. So, nochmal und nochmal. Ich habe eben vergessen, meine Uhr zu stellen. Beziehungsweise ich habe gar nicht drauf geachtet, weil das Spiel mich so mitgenommen hat. Deswegen war der letzte Part auch ein bisschen länger. So, jetzt. Was gibt es hier so schön? Ja, ich sehe schon. Es wird eine Menge geschossen hier. Zünden wir mal unsere Fackelchen hier an. Wer weiß, wozu wir die brauchen werden. Was soll dieses mehrmals links und rechts drücken, um sich zu wehren? Ist doch schon vorbei. Was willst du denn jetzt von mir? Keine Ahnung. Oh, ich höre schon Ratten. Gibt's hier irgendetwas Interessantes? Ich schaue mich mal ein bisschen um hier. Nope. Dann gehen wir mal hier weiter hoch. So, wäre ganz gut. Gehen wir hier rein. Nope. Ja doch, ich mach mal hier auf. Na komm. So. Tja, was machen wir hier? Hier ist doch nichts, oder? Doch. Ach, ich kann dieses Ding überhaupt gar nicht anzünden. Ich dachte schon. Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Okay, was ist ein Kanji? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann drehen wir das Ding mal so ein bisschen. Ich bin schon hineingezoomt. Mehr reinzoomen geht nicht. Tja. Keine Ahnung. Schließen. Mann, dieses Gequieke geht mir auf den Nerv.
Und vor allem dieses mehrmals links und rechts drücken, Alter, das kotzt mich gerade so ein bisschen an. Ich mag sowas überhaupt gar nicht. Hey, da ist ein Lagerfeuerchen. Gehen wir mal erstmal hier zum Lagerfeuer. Fähigkeitenpunkte haben wir nicht. Schnellreise wollen wir nicht. Ausrüstung. So, was haben wir denn? Ausrüstung. Was haben wir denn eben nochmal gefunden gehabt? Irgendwie so ein Teil von dem Bogen. Soll ich hier was jetzt dazu nehmen? Salvenmodus. Halten Sie mittlere Maustaste gedrückt, um den Modus zu aktivieren. Naja. Ja, die Pistole ist mir eigentlich. Rücklaufbremse. Beseitigt effektiv das Gas beim Feuern und verringert so den Rückstoß. Ja, dann nehmen wir doch mal das. Ja, sieht schick aus. Ja, und da läuft so eine fette Ratte rum, die glatt als Hund durchgehen könnte. Ist hier was? Ja. 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Ja. Forschung Matthias hat angefangen, Hinweise darauf zu entdecken, was es mit diesem Ort wirklich auf sich hat. Was war sein Plan? Tja, wenn ich das wüsste, Kleine, dann würde ich dir das natürlich verraten, aber... Da bin ich... Ach, guckt euch diese Ratte an. Verdammtes, mieses Biest. Und der andere ist noch fetter. Ich glaub's kaum. Okay, machen wir uns mal hier weiter auf den Weg. Cool, sie kann auch rumklettern. So, dann lass dich mal fallen. Ja, wie lässt sie sich fallen? Ah, nein, 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 nein. Verdammte... Dafür kann die Kleine ja nichts. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, warte, jetzt gehe ich mal alles durch. Mit D lässt sich wieder runter. Gleiten mit E geht's nicht. Ja, Maustasten funktionieren nicht. Na, okay, Umschalttaste. Alter, ihr habt sie doch nicht mehr alle, Leute. Echt? Was ist denn das für eine Bedienung hier mit der Maus? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Okay, los geht's. Komm. Oh oh. Das knarzt aber ganz gefährlich, Kleine. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Okay, netter Ausblick. Ich meine natürlich die Berge. Nicht die Berge, verdammt. Das ist so. Oh oh. Oh, verdammt, ich habe so eine Höhenangst. Oh, nicht runtergucken, Kleine. Nein, wir müssen noch weiter hochklettern. Oh, Kotz. Ganz schön mutig. Oh, 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 verdammt. Hoch, 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 schnell, komm schon.
Alex? Lara. Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Okay, und wie mache ich das? Das war doch gar nicht übel hier. Naja, ich versuch's mal woanders. Nee, das war auch nicht gut genug. Nein, ich glaube, hier waren wir schon richtig. So, Tuner wechseln. Na, wird's heute noch kleiner? Na gut, dann senden wir mal. Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Puh, zum Anpassen links und rechts bewegen. Meine Güte. Immer noch dieses scheiß falsche, unterbetitelte Textgeschripsel da unten. Na gut, Leute, bevor ich hier runterrutsche und irgendetwas entzünde, muss ich allerdings wieder mal einen Cut machen. Hat es euch gefallen, so wie immer, auf jeden Fall. Schaltet im nächsten Part wieder mit ein. Macht's gut und bis dann. Ciao.